Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz zum Spiel HBW Balingen-Weißstetten gegen den TuS Lübbecke. Vor 2096 Zuschauern. Das Spiel endete mit 26-21 für die Gallier. Zur Halbzeit stand es 11-17. Zur Pressekonferenz begrüße ich die beiden Trainer, Emil Kurtagic vom TuS Lübbecke und unseren Trainer Jens Bürgle. Jens, dir und deiner Mannschaft herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Das erste Fazit gebührt aber trotzdem unseren Gästen. Emir, wie hast du das heutige Spiel gesehen? Ja, schönen guten Abend. Zuerst Glückwunsch Jens für den Sieg. 2 Punkte, ich glaube, dann über das ganze Spiel gesehen auch verdient. Bis auf diese erste Viertelstunde, wo wir, glaube ich, sehr, sehr gut ins Spiel gekommen sind, wo wir 2, 3 sehr gute Paraden von Rezar hatten. Leider haben wir gerade in dieser Phase 200-prozentige Chancen liegen lassen, wo ich glaube, dass wir vielleicht ein wenig Nervosität bei Balingen hätten wecken können. Und diese gute Phase ist danach verpufft mit 7-1 Lauf von Balingen zur Halbzeit. So, und ich glaube, dass das so ein bisschen, gerade psychologisch dann auswärts in so eine Kulisse, bei der Bedeutung des Spiels, schon ausschlaggebender Punkt war. Zweite Halbzeit, finde, dass wir gut rauskommen mit 2-0 in einer Minute, 2 Tore. Man muss einfach auch sagen, dass Balingen heute doch sehr, sehr geduldig und sehr gut gespielt hat und wirklich uns einfach auf Distanz gehalten hat über diese zweite Halbzeit. Und deswegen kann man einfach nur dem Gegner gratulieren. Und für uns ist das bitter, ja, dass wir wieder mal ein Spiel haben mit wo einfach gegnerischer Torwart alles überragende Mann ist mit 17 Paraden. Aber akzeptieren, abhaken, weiterarbeiten und dann schauen wir, wie die nächsten Wochen werden. Emil, vielen Dank. Jens, wie sieht deine Spielzusammenfassung aus? Ja, eigentlich gleich wie bei Emil. Also wirklich, ich war selten so nah dran. Ich glaube, es steht 4-6 und in dieser Phase kann wirklich Druck auf den Kessel kommen für uns und ziehen da so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge in dem Moment mit ein, zwei wirklich guten Sachen. Und dann kommt eben dieser 7-1-Lauf und dann sind wir erstmal weg. Und dann merkt man schon, auch Nettelstedt hatte jetzt die Erfahrung gemacht, ein paar Niederlagen in Folge zu haben. Das ist da einfach brutal schwer, da auch wieder rauszukommen. Und dann mit Kulisse, mit einer extremen Souveränität meiner Mannschaft auch. Da muss ich wirklich den Hut ziehen. Also wahrscheinlich gefühlt war sie weniger nervös als ich. Also sie haben das Ding dann, auch wenn es, ich glaube, wir haben ein paar Chancen rausgelassen, so auf 5 zu stellen, auf 6 zu stellen. Und ich hatte die ganze Zeit irgendwie so eine Anspannung. Aber sie haben das recht souverän gemacht. Aber wirklich großes Kompliment. Und eigentlich den Gegner immer, wie Emil sagt, auf Distanz gehalten. Werden kurz nach der Auszeit noch diesen Fehler in der zweiten Halbzeit, wo es auf einmal bloß noch 2 Tore sind, aber auch die Phase dann souverän überstanden. Und damit war es dann irgendwie auch souverän, obwohl es irgendwie immer eng war. Und deshalb Glückwunsch an die Mannschaft, hat es toll gemacht. Bin sehr zufrieden, wie sie heute gespielt hat und aufgetreten ist. Und wir sind noch im Rennen, das ist das Schöne daran. Emil, noch eine Frage an dich. Ihr seid, wie du selber gesagt hast, gut aus der Halbzeit gekommen mit 2-0. Du hast einen Torhüter gewechselt, der richtig gut ins Spiel kam. Aber was war es tatsächlich, dass die Mannschaft dass diesen Vorteil nicht nutzen konnte? Gut, wir haben nach der ersten Parade haben wir dann schon Tor erzielt. Ne? Danach, ich glaube, dass Rominski genauso dann ein paar wichtige Bälle gehalten hat und deswegen ist diese Distanz halt ständig bei 2, 3, 4 Toren gewesen. Dann 1, 2 dänische Fehler, 1, 2 Zeitstrafen, die noch dazu kamen, wo dann halt einfach Balingen seine Souveränität aufrechterhalten konnte und wir halt eben nicht mehr rankamen, um sie zum Überlegen zu bringen, vielleicht auch ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Ne? Havard hat gerade in diesen 4 Stunden, die du ansprichst, wirklich ein paar gute Bälle gehalten. Daraus konnten wir nicht groß Profit schlagen und ja, dann ist das halt für die Heimmannschaft dann doch einfacher gewesen. Jens, wenn ich dich frage, was war heute entscheidender, die Abwehr oder der Angriff oder war es eher eine Zusammenarbeit? Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit ganz klar
Ganz klar Abwehr mit Mario zusammen. Gerade nach diesem 4-6 haben wir da wirklich extremst gut verteidigt mit Hilfe von Torwart und ziehen dann auf das 11-7 weg, was wahrscheinlich schon auch im Nachgang so der entscheidende Schritt war. Und in der zweiten Halbzeit glaube ich, dass wir einfach auch in vielen Situationen, auch im Zeitspiel, unter Druck, extrem gute Aktionen im Angriff hatten. Fladan, der da ein paar Unmögliche schießt, Jona, der Verantwortung übernimmt, Björn, der das Spiel gut steuert, da kamen viele Dinge auch zusammen. Fabi, der zwei, drei richtig gute Aktionen am Kreis da in Folge hat. Also da kamen dann viele Dinge zusammen. So ein Spiel gewinnt man meistens nicht nur mit einer Sache. Und so war es dann zum Schluss, glaube ich, auch eine Mischung aus vielen Dingen. Dann möchte ich mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt und alles Gute im weiteren Verlauf der Saison. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.